Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einer Folge Hexit. Wir haben in der letzten Folge unser Inventar aufgeräumt und unseren Rucksack was aufgeräumt, haben jetzt aber noch die nötigen Materialien dabei, um dieses Haus jetzt hier fertig zu bauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und ja, bis gleich. So, willkommen. Die Musik hat auch schon gestartet. Und mir fällt auch mal ein, ich muss jetzt endlich mal auch nach neuer Musik gucken. Vielleicht mache ich das auch mal direkt nach der Aufnahme, dass ich dann mal gucke, dass ich neue Musik hier für Hexit bekomme. Aber ich muss heute auch noch so viel anderes tun und eigentlich wollte ich jetzt gar nicht aufnehmen gerade, sondern ich würde eigentlich zu der Zeit was anderes, Wichtigeres machen. Wichtiger in dem Sinne, es hat nichts mit Let's Plays oder sonst was zu tun, sondern mit meiner Zukunft, mit meinem zukünftigen Job und so, ne? Werde ich mich aber jetzt nicht während der Aufnahme drum kümmern oder euch weitere Einzelheiten in der Aufnahme davon erzählen. Ah, guck mal, hier kann ich direkt ein Fenster machen. Ja, ich denke, wenn es irgendwann soweit ist, dass ich dann wirklich einen Job habe oder sonst was oder ja, dann werdet ihr es noch früh genug erfahren, weil das ist ja auch schon ein großer Wendepunkt in meinem Leben, wenn ich von meiner Schule aus zur Ausbildung dann irgendwann wechsel, in Anführungszeichen. Also wenn ich dann irgendwann eine Ausbildung starte, dann ist das ein großer Schritt in meinem Leben und ich denke, das werde ich dann auch auf jeden Fall mitbekommen. Denn ich bin eine relativ transparente Persönlichkeit und ich kann euch so gut wie alles über mich verraten. Jetzt nicht gerade unbedingt, wo ich wohne oder so. Man weiß ja nie, wie groß man wird. Und dann findet das irgendjemand raus, indem man ein altes Video guckt. Und plötzlich stehen da alle Leute vor meinem Haus. Wer weiß, man kann ja nie wissen. Aber ich meine, wenn es irgendwas Vernünftiges ist, beantworte ich euch gerne jede Frage. Mache ich in die zweite Etage hin? Das wäre auch eine Frage. Ich kann ja hier ein Dach draufsetzen. Das ist dann die zweite Etage. So. Das ist so ein Spitzdach, meine ich damit. Was ich auf jeden Fall brauche, ist hier oben noch ein Sir. Grundsätzlich. Damit das Ganze von innen drin halt besser aussieht. Damit ich da draußen dieses Fenster eine würdige Größe geben kann. Also würdige Höhe. Deshalb setze ich das noch was höher, denn ich finde irgendwie so Fenster, die ein Block hoch sind, sind sehr klein. Ich meine, guck mal, aus eurem Fenster, das ist auch nicht nur so ein Schlitz. Außer ihr wohnt es gerade im Keller irgendwo, dann könnt ihr vielleicht nur einen Schlitz haben, aber normalerweise sehen Fenster dann doch irgendwie quadratisch oder so aus. So ungefähr. Zumindest meine Fenster sehen so aus, also, ne? Und dann können wir obendrauf noch eine zweite Etage machen. Die würde ich aber gerne mit Slabs machen, zumindest das Dach hier oder die Decke, würde ich hier gerne mit Slabs setzen. Aus dem Grund, da sieht es von hier unten noch ein bisschen was cooler aus, ein bisschen was geräumiger und wir sparen uns einfach irgendwie ein bisschen was Platz. Ist halt effizient. So, da hinten stürzt wieder ein Stern auf die Erde ab und irgendwie habe ich das Gefühl, das passiert jede Nacht und wenn, dann auch nur nachts. So, diesmal ein bisschen was daneben, wo der letzte war. Der letzte war da unten im Wasser. Zack. Star Piece habe ich bekommen. Yay. Bitte, sag mir, was ich damit machen kann. Ich kann daraus 3 Stardusts machen. Das ist... Wow, ist das. Wow. Ja, ich packe den einfach mal in meinen Rucksack, weil wenn ich im Inventar habe, verbraucht der eh nur Platz. So. Dann baue ich mich hier mal lang. Und ich finde, ich kann Hexit oder Minecraft grundsätzlich schon zu gut spielen. Ich baue hier Sachen zu schnell. Als ich ja letztens Folgen mit meiner Schwester gespielt habe, die ihr euch unbedingt mal angucken könnt. Und zwar kommt ihr auf die Videos, indem ihr auf die Playlist klickt in der Videobeschreibung. Da findet ihr dann die komplette Playlist und dort wird auch erkennbar sein, welches dieser Videos mit meiner Schwester war oder grundsätzlich mit anderen Personen. Da gibt es nämlich nur wenige und die werden dann auch besonders markiert werden. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, dass
ich das Spiel so gut kann. Mit meiner Schwester haben wir so Sachen gemacht, die relativ primitiv sind, sage ich jetzt mal. Was ist primitiv? Also wir haben ein paar Tieren die Wolle weggenommen, ein paar Tiere gefüttert, ein bisschen was gefarmt und ein bisschen was wiederhergestellt und haben dafür 2 Folgen gebraucht. Ich denke, ich hätte das, ohne jetzt damit angeben zu wollen oder so, in 5 Minuten erledigt. Liegt halt daran, dass ich das Spiel weiß, die Tastenbelegung kenne. Ich weiß das Spiel. Liegt halt daran, dass ich das Spiel kenne und die Tastenbelegung kenne. Und, meine Schwester es halt nicht kennt. Deshalb ist es halt so, wie es ist. Dass, ich halt Sachen viel besser und einfacher. Kacke, mir fällt gerade auf, ich baue alles gerade falsch rum. So eine Kacke, ey. So. Zack, jetzt. Bitte! Setzt einfach diesen Block nach dort, obwohl ich eigentlich gar nicht. Oh Gott, ey. Ich hasse sowas. So. Ja, hier ist es natürlich auch super, da man hier einfach drauf gehen kann aufs Dach. Aber hier kann ich ja später noch ein bisschen was Terraforming betreiben. Das heißt, für die Leute, die es nicht wissen, ein bisschen was die Umgebung formen. Also hier den Berg zum Beispiel verändern oder wegmachen. So, jetzt brauche ich ein bisschen mehr was an Holz und vor allem an Stufen. Zack. Also ich kann viele Sachen einfach zu gut. Ich habe einfach ein paar Handgriffe oder wenn ein Gegner kommt, dann drücke ich einfach innerhalb von ein paar Sekunden auf 1, um mein Schwert zu ziehen. Und das unterscheidet, denke ich mal, mein Spiel, weil ich auch schon ewig Minecraft spiele, mit das von anderen. Und deshalb mache ich auch einfach Sachen viel, viel schneller, als vielleicht andere Leute das machen. Und deshalb rush ich so gesehen einfach durch das Spiel durch und habe einfach so viel Zeit, die andere wahrscheinlich in, also so viel, was andere vielleicht in mehreren Folgen machen. Dafür brauche ich einfach nicht so lange und irgendwann gehen mir dann die Ideen aus, was ich machen kann. Ist halt irgendwie so mein Gedanke dahinter. Wobei es auch trotzdem immer noch so ist, dass ich viele Folgen einfach kaum was mache. Also relativ unproduktiv bin, nur farm oder sowas. Mache ich halt auch noch oft. Aber wenn ich dann irgendwas mache, dann halte ich mich halt wirklich dran und mache es irgendwie so schnell es geht. Und ich lasse mir halt keine Zeit für sowas, ne? Was ich vielleicht auch mal machen sollte. So, hier habe ich gerade mal gefailt. Und zack. Die Treppen, die ich habe, werden, glaube ich, nicht reichen, oder? Nee, niemals. Ich habe im Rucksack hier noch ein paar. Gut, da sind sie. Jetzt mache ich erstmal daraus das. Aus den hier Treppen. Habe jetzt nur 52 Treppenstufen. Vielleicht reichen die jetzt. Vielleicht aber auch nicht. Werden wir dann sehen. Ich wollte eigentlich ein Haus in diesem Style machen. Die haben ja eigentlich kein spitzes Dach, ne? Ist egal. Dann kann ich auf der Seite vielleicht dann noch einen Balkon oder sowas ins Dach reinmachen, wie ich es da hinten bei dem Haus gemacht habe. Mal gucken. So. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich wirklich nur solche Häuser kopiere und ganz oft von solchen Häusern in der Art hinstelle, sieht es einfach so aus, als wären die Häuser schon vorher da gewesen und ich hätte irgendwie selber nichts Produktives gemacht. Das wäre aber auch irgendwie traurig, weil ich ja schon einige Häuser hiervon gebaut habe. Bei ein paar erkennt man, dass ich die gebaut habe, wie zum Beispiel bei dem, den da hinten, vielleicht das hier auch noch. Aber ein paar andere Häuser, wie das da hinten, oder okay, die beiden erkennt man, das erkennt man auch. Das da hinten, ja doch, kann man erkennen als ein Haus, das ich gebaut habe. Aber das Haus, ich weiß es gar nicht, habe ich das Haus gebaut? Könnt ihr mir das sagen? Habe ich das Haus da vorne gebaut? War ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder, also echt schwer. Da oben ist noch ein Haus. Das kann man von hier aus gar nicht sehen. Das da hinten, genau da, wo das Fadenkreuz ist drauf. Das habe ich auch selber gebaut. Und das fällt dir einfach gar nicht auf. Also es sind so Sachen. Ja, wenn ich jetzt nur so Standardhäuser hier in die Stadt baue, sieht es einfach so aus, als ja, wäre es schon so gewesen. Aber vor allem, ich habe jetzt ja auch schon so ein paar von den Standardhäusern gebaut. Und wenn ich jetzt keine Standardhäuser mehr baue, fallen die dann ja auf keinen Fall mehr irgendwie auf. So als gäbe es die nie. Wisst ihr, was ich meine? Ah, es ist kompliziert alles. Egal.
ich setze jetzt hier erstmal ein Dach drauf und habe natürlich mir vergessen, einen Timer zu stellen. Aber ich werde jetzt auch mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. Und da bin ich wieder. So, es geht weiter. So. Ich weiß gar nicht, ob ich dabei war, irgendwas zu reden. Ich habe einfach Pause gemacht, weil, ja, weil halt, ne? So. Hier erstmal das Dach. Kacke, stimmt. Es geht so nicht. Wir brauchen auch noch ein paar mehr Slabs. So. Ich weiß nicht, wie viele. 61 mache ich jetzt erstmal. Ich glaube, das wird zu wenig sein. So. Ich sneake jetzt mal. So. Ah, okay, hier habe ich schon. Ach, Kacke. So. Wo habe ich mich verbaut? Hier habe ich mich verbaut. Und hier. Gut. Dann. Haben wir jetzt gleich sozusagen das Dach von oben. Und ich hatte ja vergessen, den Timer zu stellen. Ich habe mir jetzt einfach eingestellt auf jetzt noch 4 Minuten. Abwarten, ob das richtig war. Am Ende. Also was am Ende die Gesamtzeit angeht. So. So, hier kann ich ein Fenster reinballern. Und hier ja eigentlich auch. So. Jetzt brauchen wir nur noch eine Treppe. Zack. Hier sieht es doch gut aus. So. Glas haben wir, aber Türen brauchen wir jetzt auch und Glas brauchen wir. Ah, hier unten muss noch ein anderer Block rein, damit die Tür von außen dran kann. Und hier kommen jetzt 4 Glasscheiben rein. Dann brauche ich noch eine Leiter. Ah, wobei, habe ich nicht noch Sticks in meinem Rucksack? Nee. So. Ich brauche ein paar mehr für eine Leiter. So, zack. Ah. Hätte ich schon fast drauf gedrückt. So ging eine Leiter. Zack, 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 zack. Super, ging perfekt auf. Und dann muss nach hier oben noch Glas. Die unteren drei. Die oberen drei. Die unteren drei. So, und dann ist dieses Haus zumindest schon mal von außen fertig. Inneneinrichtung ist natürlich noch was anderes. Setzen wir auf jeden Fall erstmal eine Fackel nach hier. Wir haben ja auch noch Treppen. Da machen wir hiermit einfach so eine richtig bequeme, wunderbare Holzcouch in die Ecke. So, Slabs sollten wir auch noch haben. Dann kriegen wir jetzt auch noch Couchtisch. Wobei, wir können auch mal so machen. Es ist auch was. So, dann haben wir jetzt eine Couch. In einem Haus eine große Couch. Mehr gibt es in diesem Haus leider nicht. Ja gut. Ich denke mal, die meisten Häuser sehen wahrscheinlich anders aus. Aber egal. So, hier sollte ich lieber kein Fenster hin machen, weil da hat man einen richtig miesen Ausblick. So, hier kann ich Fenster hin machen. Und hier muss ich ein bisschen was die Umgebung verändern. Der Berg, der passt hier einfach nicht mehr hin. So. Einfach hier was an der Seite vom Berg wegnehmen. Der braucht ja nicht ganz so breit sein, der Berg. So. Dann muss ich aber auch den Gravel hier auf dem Boden ersetzen. Mit normaler Erde. Zack, zack. Und kann jetzt hier noch einiges abhauen. So. Ja, oh, hier ging es runter. Gerade schon ein bisschen was geschockt. So. Okay. Dann haben wir die drei. Und ja, so
kann man sogar auch schon lassen, wobei ich nehme jetzt noch hier was weg am Rand. So, hier wieder Erde hin, das hier weg, hier kommt dann wieder ein Steinblock hin. Und ja, das ist das Haus, irgendwie sieht das seltsam aus, aber na gut. Was will man dagegen tun? So, nochmal die Erde mitnehmen. Und die Erde, die können wir jetzt direkt verwenden für dieses behinderte Loch hier. So, und zwar würde ich das gerne jetzt einfach ein für... Ich kann nicht reden. Und zwar würde ich das gerne jetzt ein für alle Mal schließen, dass man hier auch nicht mehr so leicht reinlaufen kann. So. Das heißt, wir machen hier sozusagen schon Übergang vom Berg hin. So. Und das war es auch gleich schon mit der Erde, die wir dabei haben. Die wird nicht reichen. Ah doch, wird sie. Ich nehme es zurück, sie wird reichen. So. Okay. Guck mal, da haben wir jetzt das Loch hier zugemacht. Sieht doch ganz nice aus. Nehmen wir doch das weg, setzen hier noch Erde hin, dann ist doch alles super. Tauschen das mit Sand um. Und wir haben einen schönen Strand, einen kleinen Berg, ein neues Haus in unserer Stadt. Und dann war es es. Wach ist das mit diesem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht, dieses Video zu teilen, zu liken oder euch andere Videos anzusehen. Unten rechts ist ein Link zu unserem Kanal, da kommt ihr zu allen Videos. Ich wünsche euch viel Spaß und als nächstes steht, denke ich mal, an, hier nochmal alles abzuernten und eventuell direkt ein neues Haus zu bauen. Bis dahin, tschüss.